Okay, ihr habt wahrscheinlich alle das grandiose Video von Upper Red und seiner krassen Bande gegen Julian Bam und Inscope 21 mitbekommen. Heute werde ich euch zeigen, wie widersprüchlich Red und seine ganze Selfmade-Lappen-Crew eigentlich ist. Upper Red hat vor kurzer Zeit die 1 Million Abonnenten... Entschuldigung, ich konnte gerade kurz nicht Deutsch. Upper Red hat vor kurzer Zeit die 1 Million Abonnenten geknackt und hat sich gedacht, dass er ein Lied raushauen will. Every day, Saturday. In diesem Rap-Song macht er einen auf Ich habe Geld und einen geilen Lifestyle, wie das in der Rap-Szene halt so üblich ist. Wie gut das Video dann schlussendlich angekommen ist und wie der Dank seiner Abonnenten dazu war, ja, kann man natürlich an den Bewertungen sehen. Daraufhin hat der sehr erfolgreiche YouTuber, darauf werde ich nachher noch zurückkommen, Julian Bam, dieses Video parodiert. Dieses Video ist technisch sehr gut geworden und entspricht komplett der Definition einer Parodie. Und wenn wir schon dabei sind, hier ganz kurz die Definition einer Parodie. Eine Parodie ist eine verzerrende, übertreibende oder verspottende Nachahmung. Da diese Definition jetzt geklärt ist, möchte ich zurück auf Red kommen. Ficken. Also, im Video von Julian Bam wird Red an einigen Stellen hochgenommen und ein bisschen veräppelt. Die Beleidigungen halten sich aber in einem ganz gemäßigten Rahmen. Im Gegensatz zum Diss-Video von einem anderen Rapper namens Fortune zu seinem alten Lied Photoshop, waren die Beleidigungen von Julian Bam ein Witz. Ich wuchtel, ich hau dir in die Fresse, danach hilft dir auch kein Photoshop. Auszusehen wie eine Frau ist scheinbar jetzt in Mode. So, kommen wir doch einfach mal zur Analyse seines brillanten Videos. Einen Tag nach dem Upload von Julian Bam meldet sich dann der liebe Upper Red und seine Selfmade-Crew zu Wort. In diesem Video spricht er darüber, dass Inscope ihm ja gesagt habe, dass er keine Parodie machen soll. Bevor ich diesen Song veröffentlicht habe, habe ich schon Inscope geschrieben, mach keine Parodie oder mach kein sonst was darüber, weil Inscope und ich sind Freunde. Beim Lied Photoshop hat Inscope aber eine Parodie machen dürfen und die fand Upper Red toll. Das fand ich sogar lustig. Warum zum Fick soll Inscope also bei diesem Lied keine Parodie machen dürfen? Red sagt, dass sie Freunde sind. Wenn du ein Freund bist, dann heulst du nicht wegen einer kleinen Parodie von einem Kumpel rum. Und vor allem, wenn du ein Rap-Lied machst, wo du es auf krassen Boy machst. Und so ein krasser Boy wie du, der es mit 20 noch nötig hat, für Klicks Eier an die Hauswand anderer Leute zu werfen, sollte seine Fresse halten, wenn andere Leute ein paar Witze über ihn machen. Du musst jetzt diese wunderschönen Eier gegen mir ins Haustür schmeißen. Ich mach das so. Alles klar, weiter geht's. So, das wird eben schlimmer. Danach spricht er darüber, dass Julian Bam das ja nur gemacht hat, weil er Abonnenten und Klicks abgeilen will. Man will was damit bezwecken, und zwar, man will Fans dazu gewinnen. Ja gut, schauen wir doch mal auf den Kanal von Ju und schauen uns seine Klicks an. Ja, Ju hat die Klicks auf jeden Fall nötig. Ich bin mir sicher, dass Ju dieses Video nicht wegen den Aufrufen gemacht hat. Bei ihm läuft momentan richtig gut. Er wusste wahrscheinlich schon, dass dieses Video durch die Decke gehen wird, aber das war sicherlich nicht sein Hauptziel. Und der größte Witz dieser Witzfiguren-Gang ist es aber, dass genau sie jemanden wegen Klickgeilheit verurteilen. Ihre Kanäle sind voll mit klickgeilen Titeln und roten Kreisen. Ich meine, checkt ihr das nicht oder seid ihr wirklich einfach komplett zurückgeblieben? Und wäre das noch nicht genug Scheiße in einem Video? Es geht noch weiter. Chaos Freak sagt nämlich, dass Ju nach diesem Video nicht mehr Selfmade sein soll. Dass fucking nochmal nicht Selfmade ist. Das ist nicht fucking Selfmade. Ich schaue also auf den Kanal von Ju und sehe außer diesem Video, was eigentlich auch komplett Selfmade ist, außer dass es eben eine Parodie ist, die aber besser als das Original ist, nichts, was nicht Selfmade wäre. Und noch was, Chaos Freak, was meinst du eigentlich mit diesem Drecks? Selfmade. Digga, Selfmade. Das einzige Selfmade an dir ist wahrscheinlich, dass du dir deine Haare gefärbt hast, indem du draufgewichst hast. Oh nee, sorry, Digga, muss ich gleich enttäuschen, nicht mal das war Selfmade. Auch das ist geklaut, und zwar von mir. Bei der nächsten Aussage habe ich den Glauben an den Verstand von Upper Red komplett verloren. Denn er meint, man hätte ihm einfach nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben können und dann wäre alles klar gewesen. Und nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben könnte und mich fragen könnte. Aber warum machst du jetzt ein Video darüber, anstatt es einfach über WhatsApp zu klären? Nein, weil ihm ging es rein um die Klicks und um die Aufmerksamkeit. Er ist der, der Klicks über Freundschaft stellt und diese wegen Fame komplett außen vor lässt. Er hat sich damals in den öffentlichen Beef zwischen Leon Mascher und Mert Gamertan gestellt. Er ist der, der in all seinen Kack-Videos Clickbait und Kreise setzt. Eigentlich bin ich froh, dass Upper Red momentan so einen richtig krassen Hate abbekommt.
Aber die anderen der Selfmade-Lappen-Crew sollen das auch abbekommen. Und ich hoffe eigentlich, dass sie dadurch verstehen, was für Drecks-Content sie eigentlich bringen und dass sie sich wieder verbessern. Irgendwann später. Oh, hey, Upred hat neues Video veröffentlicht. Schauen wir doch einfach mal rein. Yeah, everyday Saturday prank. Was habe ich vorhin gesagt, dass ich hoffe, dass sie sich verbessern? Vergesst alles, was ich gesagt habe. 3 Tage später. Da ist kein Beef, Digga. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. So richtig wie Männer haben wir es geklärt, Alter. Auch wenn der Beef jetzt geklärt ist, es ging mir nie darum, auf diesen Beef-Hype aufzuspringen. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich dieses Video auch schon vor ein paar Tagen rausgehauen. Es ging mir eigentlich nur darum zu zeigen, wie Red und seine Crew eigentlich wirklich ist. Und übrigens, wenn der Beef geklärt ist, warum ist das Video eigentlich immer noch online? Vielleicht wegen den Klicks? Ich wurde gefickt,